Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am letzten Handelstag des Februars. Ich grüße wieder Chris Kammerer und er. Und wir wollen uns, ihr seht es, ihr lest es auch am Teaser, uns heute dem US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen zuwenden. Ein Major Pair, ein sehr hochgehandeltes Paar im Interbankenmarkt. Und insofern definitiv einen Blick wert, weil auch hier immer so ein bisschen Gradmesser über die Stimmung an den Aktienmärkten und generell. Denn man spricht ja bekanntermaßen davon, dass wenn der Yen einen Zufluss erfährt, sozusagen der Risk-Off-Modus stattfindet und das Geld wieder da sozusagen hinfließt, ist es immer wieder die interessante Konstellation dessen, dass dann der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen eben eine Korrektur erfährt. Und umgekehrt eben natürlich auch genauso, wenn die Märkte in Jubelstimmung sind, dass der Yen sozusagen dann Abfluss genießt und der US-Dollar entsprechend aufwertet. Ich möchte es nicht zu sehr pauschalisieren, aber letztlich hier der US-Dollar-Yen immer wieder interessant, auch um eben auch über den Forex-Markt hinaus mal so ein bisschen die Währungsströme und Kapitalströme sozusagen in die Beschau zu nehmen. Wir wollen es aber nicht ganz so weit treiben. Wir wollen heute vielmehr hier eben auch uns dem Chart zuwenden, der einzigen Wahrheit, der man sich sozusagen hingeben kann. Denn Angebot und Nachfrage werden nicht anders und besser dargestellt als eben im Chartverlauf. Und wir versuchen hier ein Stück weit Ableitung zu finden. Und das wollen wir jetzt auch durchführen. Gut, US-Dollar, Japanisch Yen. Heute mit einer der Währungspaare, die hier im Südbereich zu finden sind. Ergo heißt der Yen heute im aktuellen Intraday-Handel ein Stück weit stark. Das führt dazu, dass alle Pairs, die hier in Yen gehandelt werden, Australdollar, US-Dollar, Euro und British Pfund, im Kontext hier auch noch der Schweizer Franken, sozusagen verlieren, der Yen entsprechend stark ist. Und das sehen wir hier an dieser Bewegung aus der Nacht, aus der Asia-Session. Warum? Man kann hier auch immer wieder den Terminkalender bedienen. Da stellt sich natürlich immer zumeist die Frage, machen die Preise den, oder besser gesagt, machen die Preise die Nachrichten oder Nachrichten die Preise. Letztlich haben wir hier in der Nacht Einzelhandelsumsätze bekommen, Industrieproduktion, die hier dann wesentlich schlechter war als erwartet. Ja, dann haben wir auch hier aus dem ozeanischen Bereich Neuseeland, Australien News reinbekommen, dann auch noch Baubeginne heute Morgen um 6 Uhr, die wesentlich stärker waren als erwartet. Also es gab, wie gesagt, viel in der Nacht und das ist natürlich genau das, was die Pairs, die Yen-Pairs hier beeinflusst und das auch dann natürlich immer hier im 24-Stunden-Handel schon in den frühen Morgenstunden für Action an den Märkten sorgt. Nichtsdestotrotz hat der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hier seine Range bei Weitem noch nicht ausgefüllt. Ihr müsst wissen, im Schnitt, roundabout, im Schnitt der letzten 20 Tage bewegt sich das Währungspaar rund 80 Pips. Ja? Und wir haben heute 57 Pips. Okay, das ist der Großteil der theoretischen Wegstrecke, den wir heute schon gesehen haben. Aber generell bietet sich natürlich über den Intraday-Modus hinaus etwas Interessantes. Gut, wir schauen mal hier von oben nach unten. Hier der Stundenchart, da gehen wir zuletzt hin. Da zeigt sich nämlich auch ein interessantes Pattern anhand der FTSE-Vektor-Intraday-Logik. Und ja, das ist erstmal der Wochenchart. Wir haben übergeordnet seit Sommer 2015 hier einen etablierten Abwärtstrend. Das Ganze hier dann sozusagen eine Art Ende des steilen Anstiegs vom US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, vielmehr auch des steilen Abstiegs des Yens. Hier eben der Regierungswechsel in Japan, der Abenomics, Shinzo Abe und Co. haben hier das Ruder übernommen und sozusagen den Yen, ja, wieder in das Fahrwasser einer Schwäche gebracht. Ergo gab es dann hier die Aufwertung, aber übergeordnet, ihr müsst das natürlich sehen. Ich habe auch hier bei der letzten Frühjahrskonferenz einen Jahrzehnte-Chart zum US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen gezeigt. Zeige ich euch gerne auch mal im Devisenradar. Oder schreibt es einfach im Stream-Post, wenn ihr den gerne mal sehen möchtet, wie übergeordnet praktisch hier der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen in einem Abwärtsmodus ist. Und da ist das hier im Prinzip ein kleiner Dip nur nach oben, den wir seit 2012 gesehen haben. Grundsätzlich aber im Wochenchart auch hier, wie gesagt, ein Abwärtsmodus, der sich interessanterweise hier mit einer Abwärtstrendlinie schön einfangen lässt und hier auch punktuell sozusagen seine Bestätigung fand zuletzt Ende letzten Jahres. Also hier, das ist wirklich eine, ja, idealtypische Abwärtstrendlinie mit Bestätigung, Mehrfachbestätigung, insofern auch durchaus höhere Relevanz. Wir schauen uns gleich im Tagesschart noch eine Abwärtstrendlinie an, die ein Stück weit schwammig ist. Insofern mit schrägen Trendlinien immer aufpassen, aber hier fast schon idealtypisch, wie hier der Preis jedes Mal gescheitert ist. Ergo aber vor längerer Zeit schon die Annahme, es könnte zu einem Test des Levels um 111 Punkten, sage ich schon, um 111 Yen kommen. Hier haben wir auch das 38er Fibonacci-Level des kompletten Aufwärtsimpulses seit dem Tief hier vom Sommer 2016
bis zum Hochpunkt hier im Dezember müssen wir sogar noch ein Stück weit anpassen. Kleinen Tipp runter, um es mal hier ein Stück weit genauer zu machen. Aber wie gesagt, das ist keine Kalligrafie. Wir müssen es ja nicht übertreiben mit der Exaktheit. Es geht rund um 111 Yen. Runde Hausnummern am Markt sowieso interessant. Und hier haben wir auch eben mit den Kerzen vom Februar letzten Jahres, dann hier auch der Kerze vom März, hier so ein Stück weit Price Action, auch um 111 eben wirklich ein interessantes Level, welches zu beachten gilt. Und hier auch damals schon die Annahme, es könnte bis dahin gehen. Da bleibe ich bei. Im Grunde genommen würde ein Test der Marke von 111 Yen und eine Stabilisierung dort eben durchaus eine schöne Chance bieten. Also insofern hier mal aufpassen. Ich denke, es könnte noch ein Stück weit tiefer gehen. Das Ganze versuchen wir auch mal hier mit so einer Abwärtstrendlinie zu untermauern, wenn gleich mit zwei Auflagepunkten doch schon sehr dürftig. Aber mal hier im Wochenchart die generelle Idee. Schauen wir auch hier mal auf die Saisonalität. Ich bringe Ihnen mal den 20-Tage-Chart, sehen wir, dass wir bis Mitte März hinein durchaus negatives Momentum haben und hier sozusagen der US-Dollar noch ein Stück weit abkippen dürfte gegenüber dem Yen, und das sieht eigentlich ganz gut aus. Passt zu diesem theoretischen Verlauf, dass wir nochmals ein Stück weit tiefer gehen. Schauen wir uns das jetzt mal im Tageschart an. Zoom von der Woche in den Tag, schwubbeldiwupp. Hier eben auch die genauere Darstellung. Hier gab es dann wirklich starkes Aufwärtsmomentum. Wir wollen uns nicht zu sehr in der Vergangenheit aufhalten. Letztlich hier die schräge Trendlinie, von der ich sprach. Ja, auch hier mehrere Auflagepunkte. Dann gab es hier Ende Januar den Ausbruch. Hoche, jetzt kann es weitergehen. Nein, Fehlanzeige, es ging wieder nach unten. Man hätte meinen können, Fehlausbruch. Also jetzt richtig nach unten ist auch nicht passiert. Zwar haben wir neue Mehrwochentiefs gesehen, aber so richtig Abwärtsdruck kam auch nicht auf. Letztlich machen wir das, was wir im Wochenchart gemacht haben. Wir versuchen mal, die zwei Auflagepunkte zu verbinden. Der letzten Hochpunkte, das ist eben hier das Hoch vom Januar und hier vom Februar. Grundsätzlich hier ein Range-Verhalten, das kann man durchaus so sagen. Ich ziehe deswegen mal das Rechteck so ein Stück weit rüber. Hier diese Unterstützung ist passé. Müssen wir das richtige Rechteck erwischen, da haben wir es. So. Und ergo haben wir hier eine gewisse Unsicherheit im Tageschart, aber auch die Annahme, dass es hier durchaus nochmals gen Süden gehen könnte. Insbesondere, wenn wir neue Tiefs sehen, die hier unter das Tief vom 7.2. führen, 111,59, müsste man davon ausgehen, dass wir nochmal hier in Richtung 111 absacken. Das auch meine Annahme, heute schwacher Tag. Fuzzi-Vektor-Logik schauen wir uns gleich auch nochmal an. Könnte durchaus tiefer gehen und hier sozusagen ein Tauziehen entstehen. Ja, ein bisschen zäh. Aber letztlich dann hier eine interessante Lage, ob wir dann doch nach oben ausbrechen können oder nicht. Also wie gesagt, ich denke, der Großteil der Abwärtsstrecke liegt eigentlich hinter uns. Ich vermute, der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen dürfte sich um 111, zumindest ist das eine gute Chance, versuchen zu stabilisieren. Und wenn es dann eben ja technische Signale gibt, könnte man hier auch nochmal einen Erholungsimpuls stärkerer Natur sehen. Das bedarf dann aber weiterer Signale. Kurzfristig weiter eher bärisch, wenn gleich, das muss gesagt werden, der Großteil der Abwärtsstrecke beendet scheint. De facto wäre es sehr, sehr kritisch, wenn wir unter 110 Yen gehen, ja, unter dieses Level hier 109,70. Wenn wir da runtergehen, dann glaube ich, dann dürfte es ein Stück weit bitterer werden für den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Dann haben wir deutliches Abwärtspotenzial. Auch lässt sich das anhand größerer Charts ableiten. Unterhalb von 110, insbesondere per Wochenschluss, könnte es durchaus mal richtig krachen noch. Wäre aber das Szenario B, also nicht die favorisierte Variante in dem Fall, deswegen auch der graue Pfeil. Gut, Saisonalität, ich spiele sie nochmal ein, gehen wir auch nochmal auf 40 Tage rauf hier im Tageschart, mal sehen, wie es aussieht, wenn wir dann in den April hinein lupen, was denn da so angesagt ist. Und da werden wir jetzt mal sehen, dass hier eigentlich der Bias, wenn er jetzt mal hochgeladen ist, dann wieder switcht. Deswegen auch die Annahme ist jetzt an den blauen Pfeilen. Wir machen neue Tiefs, wir stabilisieren uns aber oberhalb von 110, 111, 111 wäre wie gesagt so ein Gardemaß. 110 sollten wir nicht unbedingt anlaufen, ist aber auch eine psychologische Marke. Dann aber hier schöner Rückenwind von Mitte März bis in den April hinein. Und das könnte eben durchaus dann nochmal für eine Attacke in Richtung 116, 117 Yen führen. Warten wir mal ab. Sieht wie gesagt ganz interessant aus anhand des Tagescharts. Jetzt gehen wir nochmal in den Intraday-Chart. Und schauen uns mal hier die Sachverhältnisse an. Wir sehen gerade, der US-Dollar kommt zurück. Wir sind aber noch unterhalb des Pivot Points. Und wie ich schon andeutete, wir haben... jetzt muss ich mal kurz den Chart laden. So. Wir haben heute ein denkbar negatives Pattern. Gleich zwei. Einmal im 24-Stunden-Modus und einmal im 7- bis 22-Uhr-Modus. Ich zeige euch mal den
24-Stunden-Modus. Wir haben hier ein Pattern, 611 Erscheinungen während der letzten 17 Jahre mit einer Trefferquote von 63 oder knapp eben aufgerundet 64%, führten hier im Schnitt zu minus 0,54%. Abschlag, heute theoretisches Tief gemittelt 111,68. Das heißt, wir haben hier noch einiges nach unten zu erwarten. Insbesondere ein neues Tagestief würde hier sozusagen dann dem Ganzen nochmal einen zusätzlichen Abwärtstrieb geben. Wird halt spannend. Wenn wir jetzt unterhalb des Pivot Points bleiben, könnte auch ein spekulativer Short-Einstieg hier oben schon sein. Eröffnet sich Spielraum bis zu den Tiefs, die wir hier in der vergangenen Woche gesehen haben. Das wäre hier auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Level, welches es hier zu touchieren gibt. Und jetzt müssen wir auch mal einen richtigen Handelsplatz einstellen. Ihr seht, hier ist gerade Forex eingestellt. Was für eine Farce. Wir gehen mal auf JFD Brokers. Und da laden wir die Interbankenpreise rein. Und hier seht ihr das reelle Preisgeschehen, meine lieben Zuschauer. Ja, immer darauf achten, dass ihr richtig den Handelsplatz auswählt. JFD Brokers, ihr wisst es, wir haben hier den, ich will nicht sagen größten Interbankenpool, aber sicherlich einen der größten. Und wir haben hier den besten Preisfeed. Das steht außer Frage mit den Interbanken Core Spreads, die wir hier anbieten für jedes Konto, für jede Kontogröße, egal ob 500 oder 500.000. Ihr bekommt immer den gleichen Marktzugang. Und das habt ihr eben auch gerade an den Fantasiekerzen hier vorab gesehen. Ich weiß gar nicht, warum das hier eingestellt war. Letztlich hier der reale Interbankenpreis. Und hier haben wir ein schönes Support-Level. Scheint aber heute eben gebrochen werden zu können. Und neues Tagestief wird im Sinne der FTSE-Vektor-Logik eben initiieren, dass wir hier durchaus nochmal ein Stück weit runter dippen. Und wie gesagt, 111. So, 111,85, 86 war es genau, 111,86, so, das könnte hier das heutige Tief sein und der Close, okay, der ist wieder ein Stück weit über 112, wäre dann das Level doch verteidigt. So könnte es theoretisch heute aussehen anhand der FTSE-Vektor-Logik. Neues Tagestief würde das Ganze, wie gesagt, befeuern, dass wir auf jeden Fall neue Tiefs sehen. Oberhalb des Pivot Points könnte man dann hingegen auf eine Erledigung des negativen Patterns spekulieren. Und das würde dann initiieren, dass wir hier im Sinne der FTSE-Vektor-Logik nicht bärisch unterwegs sind, aber im Sinne des Wochentags bullisch. Und das ist so ein bisschen die Krux heute, meine lieben Zuschauer. Denn ideal ist es natürlich, wenn wir hier einen bärischen Wochentag haben, ein bärisches FTSE-Vektor-Logik-Pattern. Und das ist heute leider nicht der Fall. Ihr seht es, der Dienstag ist eigentlich statistisch gesehen während der letzten 52 Handelswochen der bullischste Wochentag beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. 58 sind keine 100%, bei weitem wird das auch nie der Fall sein, aber tendenziell der Dienstag eben doch eher ein bullischer Tag für den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Insofern mal aufpassen, was da heute noch passiert. Letztlich wäre es das schon gewesen und ich bin heute schon wieder deutlich über der Zeit. Wenn euch der Clip gefallen hat, beziehungsweise die Infos, dann gebt uns einen Daumen hoch auf YouTube. Ihr wisst, das ist einfach etwas, was wachsen muss und wachsen wird. Wir wollen euch weiter schönen Content liefern und wenn wir wissen, dass es euch gefällt, gefällt es uns und wir machen weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch einen erfolgreichen Handelstag. Gebt weiter Gas, achtet auf eure Stops, auf euer Risk and Money Management und wenn ihr mögt, hören wir uns spätestens morgen wieder. In diesem Sinne, auf bald, beste Grüße, euer Chris und bis dahin.